So, das Spiel ist vorbei. Deutschland-Spanien 0:1. Deutschland ist ausgeschieden im Halbfinale der Fußball-Weltmeisterschaft. Erste Reaktion. Wie geht's dir? Ohne Worte. Das ist einfach nur traurig und war ein geiler Sommer. Jetzt hoffentlich Spiel um Platz 3 gewinnen und lässt sich nicht mehr ändern, leider. Ja, Deutschland hat tollen Fußball gespielt. 4-0 gewonnen, 4-1 gewonnen, 4-0 gewonnen. Jetzt hat es nicht ganz gereicht. Vielleicht ein, zwei Worte an die Jungs. Ja, war super Leistung von denen, vor allem gegen England und Argentinien. So eine Spiele erlebt man selten in der Höhe bei einer Weltmeisterschaft gegen so eine Top-Mannschaft. Und ja, Spanien war einfach besser. 1-0 verloren. Erste Worte. Erste Worte. Deutschland hat einen schlechten Tag gehabt, sag ich mal so, Alter. Weil Spanien hat nichts drauf gehabt, so wie er gesagt hat, da, das war gar nichts. Die Chancen waren da, die hätten nur genutzt werden müssen. Dann wär's das. Ja, 1-0 verloren. Erste Worte. Ich hätte mir gewünscht, dass wir im Finale stehen. Aber Spanien war heute einfach besser. Das hört sich nach einer schlechten Nacht an. Kannst du heute Nacht schlafen? Ich glaube, das Einschlafen wird heute sehr schwierig. Ich hätte unsere Mannschaft gerne im Finale gesehen. Ja, und das war's hier von der Freilichtbühne. Halbfinale Deutschland gegen Spanien. 0:1 verloren. Ich gebe die letzten Worte an meine Kollegin hier zum ersten Mal vor der Kamera. Noch ein letztes Wort an unsere Zuschauer. Schade, aber dabei ist alles. Dabei ist alles. Gute Schlussworte. Tschüss, bis zum nächsten Mal bei Sport in Schwerin. So, wir sehen gerade DFB-Präsident Theo Zwanzig. Er sieht ziemlich bedröppelt aus. Wie sieht's in dir aus? Genauso. Aber ich sage einfach mal so, die beste Mannschaft hat dort einfach gewonnen. Sehr traurig über die Niederlage? Selbstverständlich. Also, wir sind Deutsche, wir lieben den deutschen Fußball und naja. Was erwartet uns jetzt Samstag? Platz 3 gegen Uruguay? Wird das nochmal für die Jungs jetzt erst recht oder eher so ein Testspiel? Ja, es wird ein besseres Testspiel werden und ich denke mal, dass wir die Goldenen anders holen. Uruguay wird ganz sicherlich ganz schwer zu spielen sein und ich habe mir das Finale gegen Holland gewünscht. Immer brisant das Thema. Was hat gefehlt heute gegen den Europameister Spanien? Hat es wieder nicht geklappt? Wieder 1:0 verloren. Was fehlte, um diese Spanier knacken zu können? Ja, der Kollege Müller fehlte einfach. Tippe ich mal. Nein. Einer macht das Spiel nichts aus. Die ganze Mannschaft war wie gehemmt, war ja zu sehen. Und dann Spanier waren einfach besser. Die haben einfach cleverer gespielt und jeder Pass kam an bei den Spaniern. Und ich weiß es nicht. Manuel Neuer hat wieder einen super Tag gehabt. Und bups, fällt das 1:0 und das war es eigentlich. Fehlt da vielleicht doch der Leader Ballack? Nein. Er fehlte zu keinem Moment. Ich hatte schon schlechtes Gewissen, wo er quasi zum Viertelfinalspiel gegen Argentinien anreiste oder was, ob das ein schlechtes oder gutes Omen war. Für mich war es eigentlich ein schlechtes Omen, aber Gott sei Dank dann haben wir Argentinien nur geschlagen, wir haben England geschlagen und wir haben die beste Elf, glaube ich, auf dem Platz gehabt seit 1990. Aber es hat halt nicht gereicht. Spanier sind eben halt als amtierender Europameister einfach besser gewesen. Ja, jetzt ist er vorzeitig abgereist. War das das schlechte Omen? War das heute ein schlechter Tag für Deutschland? Generell war es ein schlechter Tag für Deutschland. Ob das unter Michael Ballack lag oder nicht, oder ob das in Jürgen Löw' Taktik lag, oder ob das eben halt an dieser Gehemmtheit der deutschen Mannschaft lag, wer weiß es schon. Also ich meine, das wissen die Spieler selbst, das weiß der Trainer selbst. Ja. Wie geht es jetzt weiter mit der deutschen Nationalmannschaft? Können wir auf Jürgen Löw noch hoffen? Wird er weitermachen? Was denkst du? Er muss weitermachen. Er ist, glaube ich, der beste Trainer, den wir seit 20 Jahren hatten. Und die Mannschaft ist jung, sehr, sehr jung und wir haben einen super Nachwuchs, auf den er gebaut hat und jeder sagte im Vorfeld auch, warum einen Miroslav Klose noch mitnehmen, warum den noch mitnehmen. Aber alle diese Wackelkandidaten haben doch bewiesen, dass sie in der deutschen Mannschaft stehen können und sich beweisen konnten. In der Bundesliga sieht das vielleicht etwas anders aus, aber in der Nationalmannschaft haben die Leute bewiesen, dass sie Fußball spielen können. Ja, das war die große Frage, wie macht ein Jogi Löw auf einer Mannschaft, die zum Teil im Verein nicht spielt, die zum Teil eine ganz schlechte Saison gespielt haben, eine zum Teil weltmeisterliche Truppe mit Spielen gegen England und Argentinien. Wie siehst du das? Was macht er richtig? Einfach da sein. Einfach den Leuten sagen, also pass mal auf Leute, das ist jetzt ein Fußballspiel. Geht raus, spielt 90 Minuten, 11 Freunde müssen sein, ich weiß, so viel Geld kann ich nicht ins Phrasenschwein gar nicht reinpacken.
Und die Leute gehen raus und spielen Fußball und gewinnen. Du sagtest Phrasen, es wurde vor dem Spiel viel orakelt und alle sprach für Spanien. Gibt es bei dir morgen Tintenfisch? Gute Frage. Ich hab dem ollen Kraken immer so dem die größte Fritteuse der Welt gebaut und allein aus Rache. Dann gibt es hier morgen Tintenfischringe, ja? Was hat halt den deutschen Toreros gefehlt, um den spanischen Stier zu besiegen? Ja, natürlich Müller. Der ist hübsch und kann gut spielen und wenn der nicht mitspielt, sieht man ja, was draus wird. Und was ist mit Ballack? Hat der vielleicht gefehlt? Nee, der sieht nicht gut aus und deswegen Müller ist der Beste und weil der jetzt einmal gefehlt hat, haben wir verloren. Siehst du das genauso? Ja, also Müller war der Spielmacher, fand ich. Und Ballack, der kann nichts von mir, von meiner Seite aus, also gar nichts. Was ist mit Özil? Man hat im ersten Spiel recht viel von ihm gesehen, hat das entscheidende Tor gegen Ghana gemacht. Heute den Klassepass auf Groß. Was ist mit Özil? Ist er nicht eher der Spielmacher als Müller? Nee, ich glaube, der wollte nicht dabei. Also so seelisch war er nicht dabei heute. So wenig? Ja, ich denke mal, die Deutschen haben großen Respekt vor Spanien gehabt und so die Anspannung auch und das war heute einfach was. Wir haben nicht gut gespielt, ja. Ja, du sagtest, der Müller sieht gut aus. Was ist denn der bestaussehendste Spieler Deutschlands? Müller. Und von Spanien? Das weiß ich nicht. So einer mit einem Bärtchen hier. Was ist der schönste Spieler der WM dann, wo wir gerade dabei sind? Ja. Das war Ronaldo. Ja, der war schon frühzeitig ausgeschieden. Also. Das ist ja egal, trotzdem sieht er ja gut aus. Also hat das Aussehen doch nichts mit der Spielweise zu tun? Ja, naja, also es kommt ja nicht nur aufs Aussehen an, aber Ronaldo sieht halt schon hübsch aus, finde ich. Ja. Ja, ich fand Müller zwar ein bisschen besser, aber Ronaldo ist auch ein Schnittchen. So, jetzt haben wir jetzt noch das Spiel um Platz 3. Seid ihr wieder hier? Bestimmt. Was? Das Spiel um Platz 3. Seid ihr wieder hier? Ja, natürlich. Gewinnen wir? Hoffentlich. Also wir waren ja letzte WM schon Dritter und dann wollen wir wenigstens unseren Titel als dritten Platz verteidigen. So, jetzt haben wir ja nach der WM, die ja dann Samstag für uns zu Ende geht, 2 Jahre Pause bis zum nächsten großen Ereignis. Wie übertreibt ihr euch die fußballfreie Zeit bis dahin? Partys und Jungs und so halt ein bisschen. Ja. Ja. Meine Meinung. Ihr habt es eben schon angesprochen, es ist das Thema heute. Der Krake hat's versaut. Gibt's morgen Tintenfisch? Nee. Also ich hab ja von dem Kraken habe ich ja sonst noch nie was gehört. Erst heute. Und ja. Wenn er falsch getippt hat und er hat ja richtig getippt. Er hat ja erst einmal falsch getippt, glaube ich, letztes Jahr oder so. Und ja, also mir ist es eigentlich egal, was der sagt. Die Krake hatte wohl Hunger auf die spanische Muschel, ne? Die Mutti weiß ja alles am besten, so haben wir es gelernt von zu Hause aus. Was ist schiefgelaufen heute? Bei den Kindern oder beim Fußball? Beide. Bei den Kindern die Erziehung und beim Fußball, denke ich einfach mal, die Erwartungen waren einfach zu hoch. Und den Rest würde ich meinem Mann mal so fragen mit der dicken, fetten Sonne. Die Erwartungen zu hoch, das heißt, man hätte heute eigentlich mit der Niederlage rechnen müssen? Nein, aber es ist typisch Deutschland, dass man zu viel erwartet und zu viel der Druck einfach zu groß ist. Das ist das Problem. Also haben sich die Spieler unter Druck setzen lassen von der Erwartung aus der Heimat? Genau. So wie man das bei den Jugendlichen auch hat, umso mehr man unter Druck gesetzt wird, umso weniger klappt. Und so war das heute auch. Es ist schon traurig, muss man mal sagen. Ich hab die 2 Kinder mit ihr, aber ich bin durchaus traurig. Es hätte geil laufen können, es ist es leider nicht. Und Spanien war leider heutzutage mal wieder definitiv besser, aber hey, in 2 Jahren ist EM, oder? Und dann werden wir halt Europameister, was soll's.